Ich möchte nun einmal zeigen, wie man Baumdiagramme zeichnet. Zunächst einmal aktiviere ich die Gitternetzlinien und werde einmal noch dieses Symbol zu meinem Schnellzugriff hinzupacken. Und dann zeichne ich als erstes einmal ein Textfeld von der Größe 1 cm mal 1 cm. Und da schreibe ich jetzt K rein für Kopf. Ich werde das einmal ein Beispiel von einem Münzwurf machen, Kopf und Zahl. Das gestalte ich hier gerne in Cambria Math, weil ich später auch noch Formeln einfügen werde und dann ist das ein bisschen einheitlicher. So, hier kann ich jetzt auch noch einmal die Form formatieren. Manchmal heißt es auch Grafik formatieren. Und ich stelle hier gerne 0 cm ein, dann habe ich ein bisschen mehr Freiheiten und sage jetzt einmal, dass das mittig angeordnet ist. Jetzt sieht man, dass es nicht ganz genau in der Mitte. Das hat folgende Bewandtnis. Wenn ich hier reinklicke, dann gehe ich auf Absatz und hier den Abstand nach dem Absatz, den muss ich auf 0 setzen. Dann kann ich das auf genau in der Mitte platzieren und jetzt sage ich noch, dass es mittig angeordnet werden soll und stelle hier die Linienfarbe auf weiß ein. Jetzt kann ich anfangen zu zeichnen. Ich mache das gerne, sagen mit einer Höhe von 1 cm hier. Jetzt kann ich das anordnen und genauso gut hier mit einer Höhe von 1 cm und einer Breite von 2 cm. Ich mache das gerne bei solchen Diagrammen, dass ich von hinten anfange. Dann kann ich besser abschätzen, wie groß die Abstände sein sollen nach vorne hin. Und hier gestalte ich das so, dass das dann mittig hier endet. Und dann kann ich auch schon hier sagen, K für Kopf. Und kann dann hier auch nochmal ein Textfeld benutzen. Das dupliziere ich einmal mit der Steuerungstaste. Und füge hier jetzt auch einmal eine Formel ein und sage, dann nehme ich auch ganz gerne den kleinen Bruch. Sage hier, das ist eine Wahrscheinlichkeit von 1/2. Und füge das jetzt hier an. Und sage dann, das soll nach hinten gestellt werden. Und kann dann auch hier jetzt das duplizieren mit der STRG-Taste, auch hier in den Hintergrund packen. Und schon habe ich meine erste Verzweigung und kann jetzt hier die nächste Verzweigung machen. Hier wähle ich dann jetzt eine Höhe von 2 cm, damit das hier hinten gut hinpasst. Und dann auch Breite und Höhe 2 cm, Breite, Höhe 2 cm. Dann kann ich hier das ändern auf Zahl und dann auch einfach meine Wahrscheinlichkeiten hierhin kopieren. Das sehe ich von hier einmal. Sieht ganz gut aus. So. Und pack das auch wieder in den Hintergrund. Ich orientiere mich mit dem 1/2 ungefähr an dieser Linie hier. Und dann wird das auch nochmal in den Hintergrund gepackt. Und dann kann ich ganz einfach hier das hier duplizieren und hier anfügen. Und schon habe ich mein Baumdiagramm. Kann dann auch ganz leicht eventuell hier dann nochmal andere Symbole nehmen, wenn ich zum Beispiel 10 von Kugeln mache, dass ich einmal eine schwarze Kugel habe. Das lege ich dann einfach hier rüber. Oder die weiße Kugel hier und dann kann ich das dementsprechend umbauen.